Willkommen, Freunde. Es ist schwierig, ein anderes Haustier zu nennen, das dem Menschen die gleiche Zuneigung und Treue zeigt wie ein Hund. Hunde leben mit uns im selben Haus und zeigen unglaubliche Intelligenz, Schleue und Freundlichkeit. Sie können Begleiter und Helfer sein, können Kinder beaufsichtigen und ein Gebäude vor ungebetenen Gästen schützen. All diese Eigenschaften haben Hunde in den Genen, aber es gibt eine Reihe von Rassen, deren Vertreter die tierischen Instinkte ohne ordentliche Ausbildung nicht überwinden können. Wenn sie das richtige Verhalten nicht von klein auf lernen, werden sie zum genauen Gegenteil ihrer ausgebildeten Artgenossen. Sie sehen andere, darunter ihre Halter, als Feinde oder Rivalen an. Im heutigen Video werde ich euch von den gefährlichsten und furchtlosesten Hunden erzählen, im Vergleich zu denen Wölfe als harmlose Tiere erscheinen. Kaukasischer Schäferhund. Jeder kennt die deutschen Schäferhunde, eine der bekanntesten Rassen der Welt. Zweifellos sind deutsche Schäferhunde sehr mächtige, furchtlose und starke Hunde. Viele Hundewissenschaftler glauben jedoch, dass kaukasische Schäferhunde noch stärker und noch furchtloser sind. Das Aussehen dieser Hunde flößt Respekt und Angst ein. Denn kaukasische Schäferhunde werden bis zu 75 cm hoch und können bis zu 100 kg wiegen. Die Heimat dieses Hundes ist der Kaukasus. Die heimatlichen Lebensräume haben den genetischen Code dieser Hunde geprägt. Ursprünglich haben Bewohner des Kaukasus die besten kaukasischen Schäferhunde ausgewählt, damit sie die ihnen anvertrauten Herden vor Wolfsrudeln schützen. Diese Hunde haben keine Angst vor Wölfen. Beim geringsten Anzeichen einer Bedrohung für seinen Besitzer, die Herde oder das zu bewachende Objekt, macht der kaukasische Schäferhund einen schnellen Sprung und versucht, seinen Gegner umzuwerfen und unschädlich zu machen. Sei es ein Mensch, ein kleines Tier oder ein riesiger Wolf. In der Vergangenheit bemerkten die Hirten nicht einmal, wenn der Hund ohne zu bellen sich auf einen Wolf stürzte und ihn ganz allein bezwang. Der kaukasische Schäferhund ist der perfekte Beschützer und Wächter. Er ist gegenüber Fremden misstrauisch und gegenüber dem Besitzer treu. Pyrenäenberghund. Dies ist die Verkörperung von Schönheit und Kraft in einem. Der beeindruckende Wuchs und die entwickelte Muskulatur nötigen dem Menschen Respekt. Die schöne Farbe und Anmut, Bewunderung ab. Der Pyrenäenberghund rühmt sich noch einer anderen Qualität, der unerschrockenen Furchtlosigkeit. Ein entwickelter Beschützer- und Wachinstinkt macht den Hund zum idealen Beschützer. Zum Schutz seines Territoriums oder seines Halters kann der Hund jeden angreifen, nicht nur einen Wolf, sondern auch einen Bären. Es ist nicht überraschend, dass dieser Hund in den Pyrenäen seit Jahrhunderten als Wächter und zuverlässige Hirte eingesetzt wird, der niemanden in Stich lassen wird. Irischer Wolfshund. Alles in dieser Rasse, vom Namen bis zum Aussehen, deutet darauf hin, dass diese Hunde keine Angst vor Wölfen haben, sondern viel gefährlicher sind als diese. Der irische Wolfshund ist eine Jagdhundrasse und einer der größten Hunde der Erde. Menschen erreichen eine Widerristhöhe von mindestens 79 cm und ein Gewicht von etwa 55 kg. Das ist nur die untere Grenze. Stellt euch vor, wie groß diese Hunde werden. Irische Wolfshunde wurden ursprünglich für die Hetzjagd auf große Wildtiere, auf Hirsche und vor allem Wölfe verwendet. Der Hass auf Wölfe liegt bei den Vertretern dieser Rasse auf genetischer Ebene. Wir können also mit Bestimmtheit sagen, dass dieser Hund 100-mal gefährlicher ist als ein Wolf. Und nicht nur als ein Wolf. In der Antike konnten irische Wolfshunde bei der Jagd sogar einen Bären besiegen und im Kampf einen Reiter mit seinem Pferd umwerfen. Bei all dem ist es erstaunlich, dass der irische Wolfshund zu Hause ein sehr liebevoller, geduldiger und sogar phlegmatischer Hund ist. Hotosho. Der buryatisch-mongolische Wolfshund oder Hotosho ist eine Wachhundrasse, die in Buryatien, der Mongolei und den angrenzenden Regionen verbreitet ist. Die Hunde zeichnen sich durch eine robuste Gesundheit aus, haben eine funktionale Statur, sind vielseitig einsetzbar und in der Haltung anspruchslos. Der mächtige Riese mit langem Fell hat die Kraft und Geschwindigkeit eines Schäferhundes und die Selbstgenügsamkeit eines Kaukasiers.
Er schwimmt perfekt und mag Wasser, ist kontaktfreudig und lässt sich abrichten. Trotz der Massigkeit ist der Hotosho zu schnellen Sprüngen und blitzschnellen Bewegungen fähig. Aufgrund von Masse, Kraft und Beweglichkeit kann er große Raubtiere bekämpfen und sogar einen Wolf zu Boden werfen. Dabei zeigt dieser Riese niemals als erster Aggressionen. Darüber hinaus ist er liebevoll, verspielt, anhänglich und was wichtig ist, er mag Kinder. Viele Burjaten und Mongolen nehmen Hotoshos sogar anstelle von Kindermädchen. Die kämpferischen, aber liebevollen Wolfshunde bewachen die Kinder gerne und spielen aktiv mit ihnen. Barsoi. Anmut, Eleganz, Schlankheit. Alles in diesem Hund deutet darauf hin, dass er wie ein Aristokrat ist. Nicht aggressiv, freundlich und nicht bereit, sich beim Spielen und Jagen schmutzig zu machen. Aber der Schein trügt. In der Tat ist der Barsoi einer der gefährlichsten Hunde. Er entwickelt eine unglaubliche Geschwindigkeit und extreme Ausdauer. Er gehört zu den schnellsten Hunden der Welt. Bei einem Sprint kann der Barsoi bis auf 100 km pro Stunde beschleunigen. Aber auch die normale Geschwindigkeit dieses Hundes ist nicht gering, etwa 60 km pro Stunde. Im Gegensatz zum massigen Hotosho, dem furchtlosen kaukasischen Schäferhund und dem feinnervigen irischen Wolfshund schlägt der Barsoi nicht mit Kraft, sondern mit Taktik. Dieser Hund kann einfach einen Wolf oder ein anderes großes Raubtier erschöpfen, vor sich hertreiben und dann den müden Gegner im direkten Kampf leicht bezwingen. Zu den anderen Eigenschaften des Barsoi gehören Intelligenz, Mut und Flexibilität. All dies macht den Barsoi zu einem großartigen Jagdhund. Alabai. Der zentralasiatische Schäferhund oder Alabai ist ein großer Hund, der buchstäblich Kraft und Stärke ausstrahlt. Ein Gewicht von 50 Kilogramm und eine Körpergröße von 70 Zentimetern können nur Respekt hervorrufen. Seit ihrem Ursprung wurden die zentralasiatischen Schäferhunde hauptsächlich zum Schutz von Vieh, Karawanen und Behausungen ihrer Besitzer verwendet und einer strengen natürlichen Selektion unterzogen. Die harten Lebensbedingungen und der ständige Kampf gegen Raubtiere formten das Äußere und stärkten den Charakter dieses Hundes. Sie machten ihn stark, furchtlos und lehrten ihn, seine Kraft sparsam einzusetzen. In den ursprünglichen Lebensräumen wird der zentralasiatische Schäferhund hauptsächlich als Wachhund sowie zum Schutz von Herden gegen Raubtiere eingesetzt. Was Raubtiere und Tiere im Allgemeinen betrifft, ist es dem Alabai gleich mit wem er kämpft. Er ist in der Lage, einen Wolf zu besiegen. In früheren Zeiten konnte der Alabai sogar wilde Stiere oder riesige Elefanten jagen. Der Alabai gehorcht nicht irgendjemandem. Er hat ein stark entwickeltes Selbstbewusstsein. Der Hund erkennt seinen Halter an und wird ihm bis zum Ende seines Lebens nur dann treu bleiben, wenn dieser sich den Respekt seines Hundes erwirbt. Gamper. Der Gamper oder armenische Wolfshund ist eine Hunderasse aus dem armenischen Hochland. Im Armenischen bedeutet Gamper kräftig, stark und groß. Der Hund ist wirklich sehr groß und beeindruckend. Im Gegensatz zu vielen anderen Hunderassen, die im Altertum als Hirtenhunde verwendet wurden, war die Aufgabe des Gamper im Altertum der Schutz. Die Hunde wurden zum Schutz vor Raubtieren gehalten, sodass sich der armenische Wolfshund an Kämpfe gewöhnte. Falls erforderlich, kann es der Gamper leicht mit einem kaukasischen Wolf oder einem anderen Raubtier aufnehmen. Eines der charakteristischsten Merkmale dieser Rasse ist der unabhängige Geist. Wenn ein Gamper spürt, dass ihr seine Hilfe braucht, wird er euch sofort beschützen. Gamper sind sehr stark an den Menschen gebunden und verstehen sich als Familienmitglied. Karelischer Bärenhund. Obwohl dieser Hund nicht so groß ist wie der gleichartige kaukasische Schäferhund, ist seine Hauptspezialisierung die Jagd auf großes Wild. Diese Hunde werden seit alten Zeiten verwendet, um Bären, Elche, Wildschweine und Hirsche zu jagen, sodass sie genetisch keine Angst mehr vor den größten Rivalen haben. Die Hauptwaffe des karelischen Bärenhundes ist der Hass auf seine Beute. Mit seiner Wut versetzt er selbst die größten Raubtiere in Schrecken. Und obwohl der karelische Bärenhund vielen seiner Rivalen in der Größe unterlegen ist, handelt er taktisch. Furchtlos und hartnäckig gegenüber der Beute ist dieser Hund in der Lage, jedes Tier psychologisch zu bezwingen.
Leider manifestiert sich dieses Temperament auch außerhalb des Jagdbereichs, sodass der karelische Bärenhund nicht als ideales Haustier bezeichnet werden kann. Für heute ist das alles. Gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und bis bald!